Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Team Recap, Kapitel 12. Das Herzstück des Schamanismus ist natürlich, alles daran zu setzen, die Befreiung aus dieser Matrix zu erlangen. Um das zu bewerkstelligen, sollten wir gewisse Zusammenhänge verstehen. In früheren Jahrhunderten war das vielleicht nicht so sehr vonnöten, aber in unserer jetzigen extrem kopflastigen Gesellschaft hat es einen ganz anderen Stellenwert. Sogar der Buddhismus sagt, dass ein Mensch circa ab dem 5. Lebensjahr aufhört, Mensch zu sein. Ungefähr 4., 5., 6. Lebensjahr übernimmt die dunkle Energie die Macht über unseren Körper, indem sie unseren Verstand übernimmt. Kleinkinder sind 100%ig ehrlich, sind 100% unmittelbar, sie planen nicht, sie berechnen nicht, sie sind noch keine Geschäftsleute. Anders ist es allerdings, sobald wir zu denken beginnen, sobald die Erziehung greift, dann werden wir von der dunklen Energie übernommen. Der Mensch gilt als einzige Spezies auf diesem Planeten, welche die Glut des Bewusstseins an der Außenseite des leuchtenden Kokons trägt. Also das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Händler in einem Händlerviertel die Geldscheine auf meine Kleidung, womöglich am Rücken mit so Post-it-Klebestreifen befestige. Na, die werden da nicht lange drauf bleiben. Ja, die Post-it-Streifchen schon, aber die Geldscheine nicht. Das heißt, feinstoffliche Wesenheiten haben auf unsere Lebensenergie einen überraschend einfachen Zugriff. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir deren Anbaufläche sind, oder Anbaukörper in dem Fall, dass wir ihre Weiden und Äcker sind, die sie gnadenlos abernten, wobei wir ständig mit albernen Problemen hingehalten werden. Ja? Also das bedeutet, es werden künstlich Probleme geschaffen, an denen wir sozusagen verzweifeln und kiefeln sollen, weil die Rahmenbedingungen, die geschaffen wurden, uns keine andere Möglichkeit lassen, als dass wir deren vorgegebene Lösungsvarianten annehmen. Und der Schamanismus zeigt auf, dass es andere Möglichkeiten gibt, als in Großstädten ein vollkommen reguliertes Dasein zu fristen, sondern in die Freiheit zu gehen. Und der wesentliche Schritt, um in die Freiheit zu gelangen, ist es zunächst einmal, so gut es eben gelingt, die Gedanken als nicht von uns stammend zu erkennen und in weiterer Folge, so gut du kannst, anzuhalten. Ich habe das bei mir immer wieder getan, dass ich mich beobachtet habe beim Selbstgespräch und mir dann die Frage gestellt habe, okay, mit wem redest du da? Wer ist diese andere Person, die dir Vorschriften macht, die dir sagt, dass du so und so handeln solltest, dass dies und jenes besser wäre? Genau diesen inneren Dialog, den sollten wir im ersten Schritt erkennen, im zweiten Schritt hinterfragen und im dritten Schritt sukzessive abschalten.
das ist schon ein wesentlicher Beitrag zum Behalten unserer Energie. Ende.